anderthalb Schräglage für nette Gäste bei einem Wohlwollen. Da rutsche natürlich die Kaffeetaste auf die Seite und hänge dann in den Seil. Aber das sind die Grenzen an Höhe. Damit wird einmal bewiesen, mit wie viel Akribie, die er und damit berechnet wurde, dass mit diesem Luftfahrzeug, Wahnsinnsgerät, derartige Fluglagen erreicht werden können. Hat natürlich auch etwas Fantastisches, denn in diesem Rahmen ist auch, wissen die Piloten auch, dass in Spitzensituationen sie in der Lage sind, noch Reserven zu haben in ihrer Manövrierfähigkeit. This is one of the things that makes Airbus Aircraft so special. It's so efficient in passenger and freight service. The control systems, the computer control systems, are so incredibly accurate that our two pilots today, they're both experimental test pilots, Peter Chandler and Wolfgang Amsmeier. Ich kann nur noch mal wiederholen, liebe Gäste, Sie werden nie wieder hören und sonst danach ist wieder Ruhe. Die Wirbelschleppe, die früher Lärmteppiche, von denen man sprach, die früher über 20 Kilometer sich hinzogen, sind enorm reduziert worden. Und wie Sie hören, bei selbst diesem großen Flugzeug ist der Lärmteppich nur noch mal gerade 3 bis 5 Quadratkilometer. They can be powered by two different engines, either Rolls-Royce Trent 900 or the Engine Alliance Tuning 7200. Both those engines in the 311 kilonewton class, right about £90,000 of thrust in old money. Cable carrying 310,000 litres of fuel. And what that means in terms of range, you're looking at 15,200 kilometre maximum range with a full load of passengers and cargo. Ja, jetzt noch einmal zu den Daten, die jetzt auch 53 Meter. Eine Höhe von 24 bei Emirates Airlines und noch einmal 30 von anderen Airlines, die zwischen hier geordert wurden. Das ist eine enorme, Kraftanstrengung. Und aber trotz allem, bei allem Hindernissen und Problemen, eine richtige Entscheidung, dass Airbus Industrie dieses Luftfahrzeug gebaut hat. Denn die Notwendigkeit, solche Luftfahrzeuge zu haben, die es möglich machen, über lange Strecken bei einem sehr, sehr geringen Spritverbrauch pro Person, pro Sitz an Bord, hat gezeigt, dass die Zukunft, ein zukunftsweisendes Konzept in dieser Art von Flugzeugen steckt.